Am 21.03.2024 hatte die Swatch Group nicht nur ihre Jahreszahlen präsentiert, ein paar Marken der Gruppe haben auch gleich ein paar Neuheiten gezeigt. Darunter natürlich die Moonswatch mit Snoopy von Omega und Swatch, aber auch die 43 mm große GMT Hydro Conquest von Longines. Für mich das Highlight, nebst den erfreulichen Zahlen der Swatch Group, war aber natürlich die 50 Fathoms in 42,3 mm, die es nun unlimitiert und als Bestandteil der regulären Kollektion gibt. 42,3 mm ist quasi die historische Größe dieses Modells, aber umgekehrt auch die kleinste mögliche Gehäusegröße mit 300 Meter Wasserdichtheit, um das Kaliber 13-15 mit 120 Stunden Gangreserve unterzukriegen. Die Schwungmasse bei dem Werk wurde etwas angepasst, ist also näher am historischen Vorbild aus den 50er Jahren. Es gibt einen Sichtglasboden, bei den Zifferblättern gibt es schwarz und blau. Bei den Gehäusematerialien gibt es ausschließlich Titan, Grade 23 und Rotgold. Bei den Bändern gibt es von Tropical über NATO über Textil und Segeltuch fast alles, inklusive einem Titanband für die Titanumsetzung. Die Preise starten bei 15.300 Schweizer Franken, gehen bis über 30.000 für die Rotgold-Variante. Wer mehr Details über die neue 50 Fathoms von Blancpain erfahren möchte, im Beschrieb des Videos hat es einen Link mit weiteren Fotos und allen Details zu der wirklich für mich sehr gelungenen Kollektionsergänzung von Blancpain. Wer Fragen hat, kann wie immer gerne das Kommentarfeld benutzen und ich freue mich über ein Like und noch mehr über ein Subscribe.